Wir stehen in Buhr vor dem Pole Apartment. Und dort kann man was Spannendes lernen, nämlich Pole Dance. Ich bin für meine Sportlichkeit hinreichend hier berühmt und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Ich bin der Dimi. Verena, hi, schön, dass du da bist. Du möchtest heute ein bisschen an der Stange tanzen. Ich möchte an der Stange tanzen. Okay. Ich habe gelesen, das kann man hier machen. Ich kenne das wie viele nur aus Etablissements, für die man viel Geld bezahlt. Etablissements? Ja, so würde ich es nennen. Du möchtest auch richtig viel Geld verdienen. Und ich möchte richtig viel Geld verdienen. Okay, ich und du meinst, so leicht wie die das machen, müsstest du ja, so schwer sieht es ja nicht aus. Und wenn mir dann die 100 dazu fliegen. Umziehen musst du dich auch noch. Mach ich. Weil so geht's nicht. Nee, das ist klar. Richtigen Klamotten hast du dabei? Du natürlich. Weißt, was du brauchst? Ja, ich hoffe. Okay, in Ordnung. Umziehen kannst du dich einmal da vorne, ja? Alles klar. In Ordnung. Dann zieh mich mal um. Du weißt wirklich, worauf du dich einlässt? Ich hoffe doch. Bisschen Stange tanzen. Bisschen Stange tanzen, okay. Ganz wie in den Etablissements ist das genau. Hier nicht. Ach so. Also es ist schon ein bisschen seriöser Sport. Das heißt, du wirst schon richtig, richtig viel Muskulatur brauchen. Wir machen heute erstmal ein kleines Warm-up. Ja. Na, die Muskulatur ein bisschen vorbereiten und dann zeige ich dir mal ein bisschen was an der Stange. Ich für meinen Teil wäre jetzt fertig, würde jetzt auch gehen, aber wir haben gerade angefangen. Richtig, das war Warm-up. Du bist jetzt warm und ich jetzt kann man mal richtig loslegen. Ja, jetzt geht's endlich an die Stange. Gut. Traumhaft. Ja, wir haben eine knappe Stunde trainiert, würde ich sagen, oder anderthalb Stunden, ich weiß es nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich hab deinen Erwartungen ein bisschen entsprochen und nicht ganz so enttäuscht. Ist alles ausbaufähig, aber fürs erste Mal hast du dich wacker geschlagen. Da können wir noch ein bisschen mehr trainieren und ich glaube, dann machen wir auch aus dir noch einen Pole Dancer. Liebe Männer, ein bisschen mehr Respekt beim nächsten Mal, wenn ihr euch Frauen an der Stange anguckt. Es ist echt anstrengend.